Hey, Benni, du gibst mir nur aus, wenn ich so ein Video bin. Yo, servus Leute, was geht? Herzlich willkommen auf ein neues Video von dem Kanal. Heute waren wir mal in der FAQ. Irgendwie Sauerstein. Spaß, Leute. Komm, diesmal verlinke ich Sauerstein Instagram echt. Unten auch, wenn ich nur 400 Klicks mache. Hier steht sein Name, sein Insta-Name und hier steht mein Insta-Name. Leute. Wir fangen gleich mit der ersten Frage an. Mavlid 60 fragt, wann hast du mit YouTube angefangen? Bruder, ich hab mit YouTube angefangen. Wann hab ich mit YouTube angefangen? Warte, ohne auf den Datum zu schauen, ich glaube Anfang oder Ende Februar. Ich tippe jetzt auf 24. Februar, ich weiß es nur nicht. Schau mal bitte kurz nach. Ramazan, wer kennt das? 18.02.2019 habe ich mit Facebook, wollte ich sagen, YouTube angefangen. Okay. Bülent fragt, was geht, Bünni? Ja, Bruder, bei dir? T.Ali46 fragt, lass das in Jannam. Ihm, Allah, Chokshu, Alhamdulillah, mir geht's gut und wie geht's dir, mein kleiner Bruder? Universe, Mehmet, YouTube, was für ein Handy war dein erstes? Bruder, ich hab mein erstes Handy mit 12 bekommen, das war ein klappbares Sony Ericsson. Ja, Bruder. Summit 20, wann Fortnite? Mann, Fortnite, Bruder. In letzter Zeit spiele ich mit meinen Kollegen, auch mit dem Sauer und mit dem Haken hinter der Kamera, spielen wir derzeit eigentlich nur Modern Warfare. Fortnite spielen wir fast gar nicht mehr. Ab und zu mal, ihr könnt mir trotzdem gerne auf PS4 eine Anfrage schicken. Ich kann euch gerne mal annehmen und wir können gerne mal zu Fortnite zocken. Ich nehme mir auch gerne die Zeit für euch. Liebend gerne. ISO 724. Willst du mal berühmt werden, Bruder? Nein, der macht YouTube zwar Spaß. Bruder, willst du dich hinsetzen, Bruder? Was? Willst du YouTube-Video drehen? Beantworten, Bruder? Das ist so geil. Sieht man das? Genau, mach ich einfach genau. So, Bruder. Was machst du da, Digga? Digga, den musst du Idiot stellen. Der macht Ringe hinter Ding, hinter Kamera. NSFL20, welches Baujahr ist dein Auto? Bruder, mein Auto ist Baujahr 2013, Juni oder Juli. THLX02, Traube Minze oder Zitrone Minze? Bruder, schau mir ehrlich, Bro. Ja, das ist so. Ehrenmann, Digga. Schau, er hat eine Krankheit, gell? Unter seinen Augen ist er hellweiß, so wie mein Daumen, aber sonst im Gesicht ist er knallrot. Bruder, lieber Traubeminze als Zitroneminze, oder? Die Zitrone erfrischt doch mehr. Die Zitrone schmeckt eklig, also Traube. 20RM19, kann man dich auch persönlich kennenlernen? Nein, Bruder, no homo. No homo. Ganz wichtig. Bruder, du kannst mich digital kennenlernen über Instagram. Wie nennt man das andere Wort dafür? Virtuell. Virtuell. In einer Spielwelt. Ja, genau. Kannst du mich auch kennenlernen, Bruder? Auf Twitch. Auf Twitch kannst du mich kennenlernen, Bruder. Aber persönlich haben nur wir Platz. Ah, persönlich, Bruder. Ich würde dein Auge trotzdem küssen, auf jeden Fall, wenn ich dich sehe. Und ja, bestimmt können wir mal... Also wenn ein korrekter ist, warum? Wenn du korrekt bist, Bruder Herz, können wir gerne mal eine Runde reden, auf jeden Fall. Trotzdem kommst du hier und ich kann dich treffen. Nicht deines fragt berühmt bei den Girls. Ich glaube, die Kamera wackelt. Du wackelst so hart. Du bist ein Schoner, Bruder. Du hast keine Zeit mit deinem Schwanz. Du gehst die ganze Zeit mit deinem Schwanz an den Stuhl, Digga. Was soll ich so viel machen, wenn ich so viel in der Hose habe? Derzeit wirklich keine Interesse, sehr viel Arbeit, sehr viel mit YouTube zu tun. Also deshalb schreibt mir am besten gar nicht, weil ich antworte nicht, weil ich keine Zeit habe. Also zu viel Priorität in der Arbeitswelt. Gerne. Genau. Schreibt mir. Schreibt sie hinter der Kamera. Giuliano. Wie heißt du? Dia Miller. Schreibt sie ihm. Jelan Doan 58 fragt, was machst du, wenn mit YouTube nichts mehr läuft? Arbeitslos durch die Welt. Es wird so sein, ich werde nicht aufgeben. Ich werde auf jeden Fall nicht aufgeben, bevor YouTube bei mir nicht läuft. Punkt Nummer 1. An diesem Tisch wird nicht gelogen. Also ich sag dir ehrlich, ich werde auf jeden Fall Gas geben, bis es läuft. Also es muss laufen, inshallah. Die Option, dass es nicht läuft, würde mir sehr schwer fallen und ich würde auf jeden Fall das weitermachen, was ich bis heute auch weitergemacht habe, weil ich arbeite nebenbei und werde natürlich versuchen, weiterhin Vollgas zu geben, dass das Ganze funktioniert natürlich. Never give up, Jungs. Die Kontakte. Genau, never give up. Maria Maya X fragt, wie alt, so süß. Danke. Und ein Snapchat. Ich bin 20 Jahre alt. Ich werde bald 21 im Februar. Danke für dein Kompliment.
Ich finde auch, dass Savas sehr süß ist. Uff. Schaut diese Beine. Bin ich schwul, erstens. Zweitens. Natürlich nur Homo. End mich einfach auf Insta. End ihn auf Insta. Also ur.ad fragt, are you gay? Auf ja. Jeden Fall, Bruder. Also xxkerem 3434 xx. Wie geht es dir zurzeit und was machst du so Hamdula, in deiner Freizeit? Hamdula, Bruder, dass du fragst, danke. Wir rauchen derzeit jeden Tag zwei Köpfe, nimmt sich natürlich kein Vorbild an uns zwei. Was ich derzeit mache, ist, ich arbeite wie ein Tee, ich komme von der Arbeit nach Hause. Und ist bei mir. Ich bin bei ihm. Ganzen Tag, wir rauchen Köpfe, drehen hier gerade, wie du sehen kannst, Videos. Und was ich sonst so mache, Bruder, ich gehe bald in Urlaub auf jeden Fall mit ihm und es werden auf jeden Fall kranke Vlogs kommen. Und wo ist mein Rolli? Bei Nimo 01, wirst du dein Auto verkaufen? Wenn ja, was soll dein nächstes Auto werden? Er verkauft es an mich. Verkauft es an ich? An ich. Also er verkauft es an mich. Sein nächstes Auto wird ein BMW M5 Competition. Oh, oh, liebe. Lara Offiziale. Mich würde gerne deine Meinung über mich interessieren. Genau so machen. Genau so, ihr schreibt eure Meinung über mich. Auf jeden Fall. T-Tara BYZT. Bruder, kannst du sagen, dass du bis zu deinem Erfolg alles richtig gemacht hast? Also bis zum jetzigen Standpunkt. Also von dir selber behaupten kannst. Du hast eine sehr gute Frage. Okay, ich hab's gecheckt. Also von dir selber behaupten kannst, dass du alles richtig gemacht hast bis jetzt. Also bis 1000 Abonnenten. Also gute Frage. Auf jeden Fall. Hast du jetzt hier das nicht? Digga, du bist ein Bastard, Digga. Habe ich alles richtig gemacht? Beantwortet ihr mir die Frage? Ich kann genau nicht. Also HKS Passion fragt, gab es Tiefpunkte in deinem Leben? Wenn ja, welche? Ich hatte Tiefpunkte in meinem Leben durch falsche Freunde leider. Sehr viele falsche Freunde. Freunde, die mich gelöscht haben auch aus ihrem Leben, weil ich YouTube und alles mache, weil ich etwas erfolgreicher werden will wie manche andere Leute. Und das hat mir auch sehr viel Motivation gegeben, weshalb und warum ich falsche Freunde verloren habe. Und ja, vertraue auf jeden Fall nicht jedem, Bruder, das weißt du selber, du weißt, wie die Leute sind. Ich bin der Meinung, vertraue nicht jedem auf jeden Fall. Deine besten Freunde können zu den größten Feinden werden. Und deshalb... Und falsche man, Augen. Ja, auf jeden Fall. Familie, Freunde. Genau, richtig. Also ich glaube auch natürlich an Karma. Und es wird auf jeden Fall so sein, dass jeder das zurückbekommt, was er jemandem angetan hat. Und ja. Stefan.xxrt fragt, was dein Musikgeschmack zurzeit ist, wenn du am meisten feierst. Musiktechnisch. Musiktechnisch? Musiktechnisch feiere ich in letzter Zeit Merze hart, also ich liebe Merze über alles. Er hat mir auch eine sehr, sehr, sehr hohe, wie soll ich sagen, Motivation gegeben, weshalb und warum man mit YouTube anfängt und weitermacht. Merz. Ja, wen du am meisten feierst? Merz, habe ich schon gesagt. Musiktechnisch? Merz. Okay. Merz ist für mich auf jeden Fall der beste YouTuber gewesen. Eine sehr, sehr, sehr hohe Motivation für mich. Und auf jeden Fall seine Musikrichtung, sein Musikgeschmack, seine Musik gefällt mir eigentlich so am meisten. Selim48YT fragt, für welche Mannschaft bist du? International und Bro, ich bin für Deutschland, Bastian Schweinsteiger und für Galatasaray. Ja, Leute, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Wenn euch meine FAQ gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schau mal deine Mutter.